Wir alle müssen auf die ein oder andere Weise in die Schule kommen. Und Steven fährt mit dem Fahrrad. Schließlich ist er ein armer Schüler. Aber dann gibt's noch die anderen Schüler. Ja, die den extravaganteren Weg in die Schule bevorzugen. Wow. Ja, und für sie dreht sich alles nur um den großen Auftritt. Keine Fahrradtour für diese Mädchen. Das würde ja schließlich total ihre Frisur ruinieren, stimmt's? Ja, man braucht keine Brille, um zu sehen, dass Lana zu den reichen Schülern gehört. Wie kann die sich einen Fahrer leisten? Das muss schön sein. Aber egal, wie viel Geld du hast, wir sind alle nur Schüler, die versuchen, pünktlich zum Unterricht zu kommen. Oh, schau dir Steven an. Schläft tief und fest wie ein Baby. Schläft mein Junge noch? Er wird zu spät zum Unterricht kommen. Es wird Zeit, meinen Papa-Weckruf einzusetzen. Okay, Sohnemann. Zeit zum Aufstehen. Steven! Raus aus dem Bett mit deinen faulen Knochen! Oh, jeden Morgen! Ich sehe dich beim Frühstück. Nur noch ein paar Minuten. Ich bin aufgestanden, okay? Ich wünschte, mein Vater wird sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Na gut, dann starte ich mal in den Tag. Reiche Kinder wie Lana dagegen machen ein bisschen anders auf. Schau dir den Sonnenschein an. Zeit zum Aufstehen, liebe Lana. Guten Morgen, Prinzessin. Ah, ist es schon morgen? Ich habe wie ein Murmeltier geschlafen. Hier ist ihr frisch gepresster Saft, Fräulein. Danke, Bella. Es geht doch nichts über frischen Saft im Bett, oder? Der ist gut. Hoffentlich sieht meine Haut frisch und erholt aus. Ich ziehe mich jetzt lieber an. Ach Gott, bewahre, dass meine Füße den kalten Boden berühren. Bist du bereit? Du wirst nur einmal 18, stimmt's? Warum machst du nicht eine Testfahrt? Danke, danke, danke! Reich zu sein ist ziemlich geil, oder? Happy Birthday, Thomas! Das ist genau, was ich mir gewünscht habe. Du bist die beste Mama. Siehst du, Größe ist nicht immer besser. Egal, wie viel Geld du hast, zu Fuß zur Schule zu gehen ist ziemlich gleich. Naja, fast. Mein brandneues Handy! Weißt du, wie teuer das war? Dafür wirst du hoffentlich bezahlen, Alter. Kann ich es vielleicht noch retten? Die Reparatur kostet um die 100 Euro. Aber ich kenne eine günstigere Variante. Es geht nichts über Klebeband, um Dinge wieder ganz zu machen. Es sieht zwar nicht hübsch aus, aber wenigstens funktioniert es. Jetzt der Moment der Wahrheit. Komm schon! Ja! Hallo! Kannst du mich hören? Aber wenn du Geld hast, sind Pannen wie ein kaputtes Smartphone überhaupt keine große Sache. Kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Was ist nur mit den Leuten los? Schau dir diesen riesigen Kratzer an! Schätze, ich hol mir ein neues Handy. Ich hab's zuerst gesehen, weg da! Die Bauern sind ganz schön streitsüchtig. Zum Glück habe ich noch ein Ersatztelefon. Hallo? Sorry, was hast du gesagt? Oh, endlich Zeit für meinen Mittagssnack. Was hat Mama mir heute eingepackt? Ich verhungere. Oh, meine Mama ist doch die Beste. Und das riecht so gut. Sie nimmt immer den Schinken, den ich so gerne mag. Essen alle Bauern diesen Müll? I,
Ihrem Mittagessen, Fräulein Lana? Oh ja, das sieht gut aus. Genau richtig für eine Prinzessin, könnte man sagen. Sie werden einen auch von Rosmarin schmecken. Ja, oh, aber ist der auch frisch? Ich habe den Fisch selbst erlegt. Dann habe ich ihn bis zur Perfektion geschwenkt. Mann, ist das Ihr Mittagessen? Genießen Sie ihn. Es ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu dienen. Lecker! Ist das dein Ernst? Das nennt man klasse. Schlag's nach. Oh, die Prüfung ist nur einen Tag entfernt und das bedeutet die ganze Nacht durchpauken. Okay, ich muss mich konzentrieren. Der Louvre hat wie viele Schlafzimmer? Ach Mann, woher soll ich denn das wissen? Und wer war Mark Twain nochmal und wie viele Bücher hat er geschrieben? Oh, das ist eine ganze Menge an Info. Augen so müde. Muss schlafen. Ach, konzentrier dich. Oh, die Prüfung ist in 5 Stunden. Vielleicht nur eine Sekunde die Augen zumachen. Bin ich in der Schule? Ich habe letzte Nacht wirklich schrecklich geschlafen. Aber wenn du ein wenig mehr Geld hast, musst du nicht so viel lernen. Hey, hast du das Geld? Ich hab's genau hier. Dieser Batzen Geld bringt dir eine Menge. Und zwar alle 50 Antworten der Prüfung. Schnell, bevor uns jemand sieht. Wir treffen uns am Donnerstag vor der Matheprüfung. Klingt nach einem Plan. Lana prahlt wieder mit ihrem letzten Strandurlaub. Ach, schau doch mal. Guck mal, wie groß mein Hotelzimmer war. Oh, da muss ich rangehen, ja? Ach du meine Güte, erzähl mir alles. Ich könnte auch in den Urlaub fahren, weißt du? Ja, oder zumindest kann ich so aussehen lassen. Zeit, meine Koffer zu packen. Oder in meinem Fall auf Suche zu klicken. Ja, sie wird eine Weile telefonieren. Und ich habe genug Zeit, nach Strandfotos zu suchen. Ach, und dein Butler hat was gesagt? Oh, dieses Bild ist perfekt. Jetzt brauche ich nur noch eins. Oh, gut, dass ich die gestern geputzt habe. Okay. Sehr gut, sie ist immer noch am Telefon. Es ist Selfie-Zeit. Es sieht aus wie ein Toilettensitz. Aber meine Kamera wird eine andere Geschichte erzählen. So, jetzt schnell zurück mit dem Ding. Puh, genau rechtzeitig. Also, wie ich gesagt habe, das war mein Hotel. Also, ich war in einem viel schöneren Ort. Wow, was für eine tolle Aussicht. Ja, ich bin direkt über den Ozean geflogen. Oh, ich dachte, diese Stunde würde nie enden. Läufst du mit mir? War dieser Test verrückt oder was? Ja, ich dachte, ich würde komplett versagen. Na, wenigstens ist es Freitag, stimmt's? Schreib mir, wenn du weißt, was du Samstag machst, ja? Vielleicht können wir uns treffen und einen Film sehen. Klingt gut. Tschüss, Lana. Oh, wow, also Lana hatte wirklich einen netten Schlitten. Auch so weiß und sauber. Wo ist denn Stevens Auto? Oder Roller? Naja, was immer dich vorwärts bringt, stimmt's? Boah, gibt's was Besseres als Snacks und Spiele? Wer ist das? Kevin will spazieren gehen? Ich bin auf dem Weg, Alter. Wo packe ich mein Zeug denn rein? Ist mein Rucksack hier?
Naja, warte, ich kann auch eine Tüte nehmen. Ich wusste doch, dass ich die irgendwann brauche. Die Weiße scheint stabil genug zu sein. Hässlich, aber wen kümmert's? Und alles ist drin. Wer braucht schon einen Rucksack, stimmt's? Kann ich die Henkel ein bisschen dehnen? Ah, perfekt. Ja, die Geldsäcke auf der anderen Seite sehen das ein bisschen anders. Ach, süße Paare in einer süßen Liebeskomödie. Ich wünschte, ich hätte so einen Freund. Wer kann das sein? Oh, Kevin, will ich ausführen? Ja! Das Haar sitzt perfekt. Mein Make-up strahlt frisch. Und ich brauche nur eine Tasche. Und das passende Telefon. Ja, das passt nicht zu meinem Outfit. Ich brauche einen neutralen Ton. Die schwarze. Wie passt das? Ach, zu deprimierend. Schwarz ist sowieso besser für den Winter. Wie wär's mit der beigen Handtasche? Die passt viel besser, richtig? Ja, das ist die richtige Wahl. Und mit diesem bezaubernden Telefon, ja, heißer Feger auf dem Weg. Oh, ist das witzig. Hey, hast du die Schuhe schon gesehen? Oh, die sehen aber ziemlich schick aus. Ja, absolut. Komm, wir probieren die mal an. Na dann los. Oh, schau uns an. Ziemlich schick. Ich mag die neuen Schuhe. Oh, was für eine erholsame Nacht. Jetzt wird's Zeit, sich für den Tag vorzubereiten. Ich hoffe, meine Haare sehen nicht zu sehr nach Bett aus. Halt! Was ist das denn? Nein! Niemals! Ich lasse nicht zu, dass der mein Gesicht verunstaltet. Oh nein, das Fräulein ist in Schwierigkeiten. Oh, ich sehe das Problem. Ich glaube, ich habe schon eine Lösung. Ah, ich muss mich einfach beruhigen. Okay, schließe deine Augen, damit ich dich besprühen kann. Ich lege dann noch diese Augenmasken auf. Und auch noch diese goldene Gesichtsmaske. Gold hat natürlich Heilkräfte. Ich muss nur ruhig bleiben. Alles wird gut. Ja, dieser Kohl ist gut. Ah, ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Guten Morgen, Mama. Hi, Liebling. Oh nein, warte mal. Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Oh nee, was ist denn da los? Das ist ja eine Katastrophe. Was mache ich denn jetzt bloß? Ach, pass auf, alles wird gut. Ich habe das perfekte Mittel für dich. Wow, das ist ja eine Menge Kohl. Perfekt, deine Gesichtsmaske ist fertig. Also, wenn du denkst, dass das funktioniert, schau, sie passt perfekt. Irgendwie süß, mein kleines Kohlgesicht. Danke, Mama. Ich habe letzte Nacht nicht genug geschlafen. Eine heiße Dusche sollte mich aufwecken. So, ich fühle mich schon besser. Diese 10 in einem Seife ist für alles da. Warum ein Vermögen für verschiedene Dinge ausgeben, wenn du alles in einer Flasche bekommst? Und jetzt auf die Haare. Ah ja, das fühlt sich fantastisch an. Jetzt sehe ich frisch aus. Was macht mein Atem? Muss definitiv geputzt werden. Ja, das günstige Zeug ist auch für die Zähne. Das ist nur sparsam. Oh, hätte ich fast vergessen. Ich sollte vor dem Unterricht noch eine Ladung ansetzen. Das hatte ich gestern im Fitnessstudio an und muss unbedingt gewaschen werden. Das sollte reichen. Ha, wieder ein schöner Tag, was? Ah. Ah. Das ist schon besser. Zuerst ein Peeling. Das ist Hochleistungsshampoo.
jetzt noch Conditioner drauf. Meine Haarmaske darf natürlich auch nicht fehlen. Was denn? Als ob ich mit vergrößerten Poren in die Schule gehen würde? Meine Hautpflegeroutine ist ziemlich anspruchsvoll. Aber hey, wenn du es dir leisten kannst... Niemals die Lippen vergessen. Zahnpasta? Aber wenn es um Haarprodukte geht, kannst du nie genug Zeug haben. Und zu guter Letzt... Oh yeah! Hallo, Herr Thomas. Zeit zum Wäschewaschen. Was wollen wir uns anschauen? Den Gruseligen! 5 Mäuse für den dummen Film? Ich glaube, ich habe etwas Bargeld. Glaubst du, das wird reichen? Wir brauchen mehr als 4 Mäuse. Mein Sparschwein. Da muss Geld drin sein. Echt jetzt? Das ist eine Menge nichts. Ein Versuch war's wert. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay, lass das Geldschnorren beginnen. Meine selbstgeschriebenen Songs sollten etwas wert sein. Du bezahlst mich, damit ich aufhöre? Wenigstens hat er etwas gegeben. Okay, irgendwie schaffen wir das schon. Ich wette, ich habe hier irgendwo was drinstecken. Ach, ich dachte, das wäre mehr. Sind hier vielleicht ein paar Scheine drin? Ist das überhaupt meine? Wir brauchen mehr. Wie viel hast du bekommen, Bella? Es fehlen noch 80 Cent. Wollen wir was ausprobieren? Nur ein Ticket für eine Person, bitte. Yep, ich passe da schon rein. Danke. Bereit, den Film zu sehen, Bella? Zeit, aus dem Versteck zu kommen. Es geht doch nichts über einen 2-für-1-Deal. Wow, ihr seht fabelhaft aus. Ihr könnt direkt reingehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei Fremden zu sitzen. Warum also nicht jeden Platz im Saal kaufen? Lass es regnen, Schatz. Komm schon, beweg dich nach rechts. Ich sagte rechts. Nein. Ich wusste, ich hätte es aufladen sollen. Hey, kleiner Kerl. Bist du nicht der Süßeste? Alles klar. Bist du sicher, dass du das tun willst? Ja. Ist das meine Stromrechnung? Mann, das sind viele Nullen. Das kann doch nicht alles von mir sein, oder? Das kann ich mir nicht leisten. Es muss einen anderen Weg geben. Die Not ist die Mutter der Erfindung. Und ich brauche dringend Geld. Wer braucht schon Steckdosen? Wenn du Geld brauchst, wirst du kreativ. Und jetzt präsentiere ich... Thomas' magische elektrische Maschine. Bist du bereit, Mr. Whiskers? Zeit zum Laufen. Das sollte genug Strom erzeugen. Mach weiter. Du bist ein Rockstar, Mr. Whiskers. Du schaffst das. Bleib in Bewegung. Keine Pausen. Fast geschafft. Ah, du hast es geschafft, kleiner Kumpel. Ich bin vielleicht arm, aber mein Akku ist voll aufgeladen. Die Dinge sind etwas anders für reiche Kinder wie Bella. Im Ernst? Ich schätze, es ist Ladezeit. Einfach hier einstecken und in die Steckdose. Höchste Zeit für eine neue Steckdosenleiste. Die Werbung ist vorbei. Diese Filmkanäle rocken. Wie konnten die Menschen damals nur ohne dieses ganze Zeug leben? Oh, das Foto ist niedlich. Bei diesem Selfie-Spiel kann ich mitmachen. Ich kann auch ein süßes Selfie aufnehmen. Wahrscheinlich nur die schlechte Beleuchtung. Oh, das ist ja noch schlimmer. Hey Thomas, willst du mein Fotograf sein? Süß? Nicht wirklich.
Ich habe eine Idee. Models benutzen Ventilatoren, oder? Der richtige Winkel ist wichtig. Du bist kalt, aber heiß. Du hast da was. Thomas? Das ist so ekelhaft. Eins muss etwas geworden sein. Warum sehe ich auf den Bildern so verrückt aus? Gefällt dir, was du siehst? Du warst großartig, Thomas. Aber lass dir das Lob nicht über Kopf steigen. Für Leute mit viel Geld sind Selfies nicht zum Rumspielen da. Wir brauchen hier Make-up. Hört ihr mich? Sorry, dass du warten musstest, Bella. Nicht zu viel Schimmer, okay? Die Haare sehen toll aus. Bereit für die Nahaufnahme? Weg da! Sorry, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das ist nicht dein erstes Mal, hm? Gut. Ja, drehen, genau so. Wunderschön, wie immer. Geld bringt dich zum Glühen, was? Prost auf einen schönen Abend. Oh, ich habe noch was für dich. Ach nein, es ist nicht in meiner Brieftasche. Hier ist es. Ein Geschenk für dich. Zeig mal. Ja, also ich weiß nicht. Was? Was gibt's denn daran auszusetzen? Ja, junge Dame, wie kann ich Ihnen denn dienen? Bitte prüf doch mal diesen Ring für mich. Der Schliff und die Reinheit sehen sehr gut aus. Sieht für mich authentisch aus. Ausgezeichnet, dann kannst du jetzt gehen. Ja, ich werde deinen Ring annehmen. Danke fürs Geschenk. Was für ein vergnüglicher Abend. Mann, ist mir heute langweilig. Es gibt nicht mal gute Memes. Oh, mein Gott. Was für ein Deal. Hey, schau dir mal den Ring hier an. Hey, ich meine, schau dir diesen Ring hier an. Glaubst du nicht, dass der toll an mir aussehen würde? Okay. Lass mich mal checken, was ich hab. Ja, nicht viel. Mehr nicht? Nur einen Dollar? Na schön, dann scroll ich wohl weiter auf meinem Handy rum. Ach. Wow, die Kulisse sind wie Ringe geformt. Weißt du was? Das ist meine Chance. Hey, ich hab dir einen Ring besorgt. Du hast ihn verdient. Oh mein Gott, danke. Wow, der passt ja perfekt. Das bringt mich auf eine noch viel bessere Idee. Jetzt trage ich alle Ringe. Ja, sehr schön. Die sehen toll an dir aus. Fräulein, Ihr Essen ist zum Auftragen fertig. Ja, danke. Bitte stell's ab. Zum Wohl, Fräulein. Ich liebe Kaviar über alles. Die perfekte Menge. Oh, fast hätte ich's ja vergessen. Mach ein Foto von mir und achte darauf, dass du mich im guten Winkel erwischst, ja? Ja, sehr schön, wenn ich das mal sagen darf. Mal sehen, welches soll ich posten? Jeder wird es lieben. Okay, mit Butterbrot kann man ja nichts falsch machen. Wow, ist das Kaviar? Oh, das sieht so gut aus. Mann, jetzt ist mein Brot so langweilig. Ich wünschte, ich könnte es aufpeppen. Ich glaube, mit Ketchup wird's gehen. Okay, Zeit zum Ausprobieren. Ich mach kleine Pünktchen drauf. Sieht schon aus wie Kaviar.
Und fertig. Wow, das sieht wirklich aus wie Kaviar. Bereit für Instagram? Ich bin ein Genie. Ha, ob die Leute jetzt denken, ich sei reich? Nicht schlecht. Jetzt zum Essen. Oh Mann, oh, ich habe mein Brot ruiniert. Oh, aber sonst habe ich nichts zu essen. Boah, ist das eklig. Schauen wir mal. Oh ja, schau dir die Frisur an. Die würde definitiv zu mir passen. Hallo, es wird Zeit für einen Stilwechsel, oder? Oh, das wird hinreißend an dir aussehen. Noch kein Problem. Ich bring dich zum Strahlen. Wie der Star, der du wirklich bist. Das Glätten wird einen großen Unterschied machen. Und wir dürfen die Farbe nicht vergessen. Ja, meine Arbeit ist abgeschlossen. Wieder ein Meisterwerk. Ah, du bist wirklich der beste Hairstylist der Stadt. Gib mir den Spiegel, damit ich das Endergebnis sehen kann. Ja, das ist genau das Richtige. Oh, was für eine harte Nacht. Oh Mann, meine Haare sind das reinste Chaos. Besser gleich die Mähne bändigen. Was mache ich denn hier? Ich brauche eine Veränderung. Locken, die werden mir gut stehen. Das wird einen riesigen Unterschied bei mir machen. Was? Warum kommt denn da keine Locke raus? Hey, oh Mann, das Ding ist ja nicht mal heiß. Wow, das ist aber ganz schön viel Rauch. Oh, ich glaube, der ist kaputt. Vielleicht klappt es ja damit. Eine leere Klopapierrolle. Aber jetzt ist sie im Lockenwickler. Ich muss nur alle meine Haare aufrollen. Und ich darf die andere Seite nicht vergessen. Wow, das könnte tatsächlich funktionieren. Dann mache ich mich auch gleich mal fertig. Oh, ich muss eingeschlafen sein. Stimmt, meine Haare. Zeit, meine Locken zu enthüllen. Jetzt die Haare auswickeln. Oh, ich kann schon sehen, dass es geklappt hat. Ja, genau, was ich wollte. Juhu, ich habe heute Locken.